Spieltag auf Hauptstadtsport TV wird Ihnen präsentiert von Trotto.de. Mit der Breeders' Crown steht auf der Trabrennbahn Mariendorf die Krönung der Saison an. Das hochkarätig besetzte Meeting kann sich auch vom sportlichen Wert durchaus mit der Derbywoche messen. Besonders im Fokus natürlich die beiden Hauptläufe der 5- bis 7-Jährigen. Los geht's, Ladies First, mit den Stuten im 7. Rennen des Tages. Die Favoriten hier, die 5-jährige Gilda Newport in der Hand von Heinz Wevering und Goldie Stardust, gefahren vom Goldhelm Michael Nimczek. Und der rechnet sich für seine Stute einiges aus. Es ist kein Spaziergang, es wird ein interessantes Rennen, aber ich denke, wenn Goldie Stardust ein einigermaßen passendes Rennen vorfindet, kann sie auch um den Sieg mitmischen. Mitmischen will auch Gilda Newport, bekommt aber mit der Startnummer 9 aus der zweiten Reihe keinen Zugriff auf das Rennen. Ganz anders Goldie Stardust. L'Esperanza und innen Goldie Stardust kämpfen nur um die Führung. Dazwischen ist Pocahontas Diamant und auch Celeste Light TK. Und außen drückt L'Esperanza weiter auf das Tempo gegenüber Goldie Stardust. Beide sind Kopf an Kopf an der Spitze, aber Goldie Stardust hält dagegen. Die Stute verteidigt ihre Innenposition gegen alle Angriffe und übernimmt von Beginn an die Führung. Am Ende wird es ein überlegener Start-Ziel-Sieg von Goldie Stardust und Michael Nimczek. Naja, für mich war wichtig, dass ich so gut von Start wegkomme, weil mit der 1 innen drin einklemmen lassen wollte ich mich auch nicht. Und ich kam sehr gut von Start, konnte unterwegs auf den ersten 1000 Meter dann so ein kleines bisschen das Tempo rausnehmen. Auf der Überseite ging es dann wieder richtig los, aber sie hat dann aus dem letzten Bogen raus mühelos zugelegt. Also das ist schon beeindruckend. Bei den Hengsten und Wallachen heißen die Favoriten Halber von Heiterbu, Cashanova und der kleine 5-jährige Hengst Asimut in der Hand von Seppi Franzl. Und der ebenfalls nicht besonders groß gewachsene Bayer gerät ins Schwärmen, wenn man ihn nach dem kleinen Hengst mit dem großen Herzen fragt. Er hat mich von Rennen zu Rennen immer wieder positiv überrascht. Er hat ein wahnsinnig hohes Laufpotenzial und er kann hohes Tempo über einen langen Weg gehen. Er ist eigentlich ein Rennpferd, wie man sich es vorstellt. Er ist unkompliziert, er geht von vorne, er geht von hinten. Er liebt vielleicht einen Tick mehr, wenn er aus dem Windschatten kommt. Doch in den Windschatten lenkt Franzl den Hengst erst gar nicht. Scheint von der Form des Trabers überzeugt zu sein. Azimut ist an der Spitze und führt. Außen in zweiter Spur Halber von Heiterbu. Dahinter ist dann Cashanova. Und vor den Tribünen weiterhin Azimut an der Spitze und führt. Außen rückt weiter Halber von Heiterbu auf. Aber Josef Franzl schaut. Dahinter ist in der dritten Position Tyrolean Dream. Vor dem Ziel geht's auf die Schlussrunde. Azimut behält die Spitze. Niemand kann dem kleinen Hengst gefährlich werden. In beeindruckender Manier siegt Azimut vor Popeye Diamant und Tyrolean Dream. Er ist ein Großer, er ist klein, aber er hat ein Riesenherz, ein Wahnsinn, er setzt sich ein, er ist unbeschreiblich, er ist ein Pferd, wie man es sich wünscht. Am Sonntag dann noch mehr geballte Trabrennsportklasse am zweiten Tag der Breeders' Crown. Zu sehen natürlich auch wieder bei Hauptstadtsport TV. Der Renntag auf Hauptstadtsport TV wurde Ihnen präsentiert von Trotto.de.